Der Stern von Bethlehem schmückt die Kirche der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Hannover-Linden. Doch noch etwas anderes macht das Gebäude zu etwas ganz Besonderem. Der Bethlehem-Kellertreff, kurz BKT. Seit mehr als 50 Jahren schon treffen sich Jugendliche nach der Schule in den Kellerräumen der Bethlehem-Kirche. Für sie ist es ein Rückzugsort. Man verbringt gerne Zeit mit den Leuten hier und fühlt sich irgendwie geborgen. Zusammen sein, neue Leute kennenlernen. Ich verbringe gefühlt nur meine Zeit hier. Es ist ein schöner Ort hier, auf jeden Fall. Doch ob es diesen schönen Ort auch in Zukunft geben wird, war lange unklar. Denn als Simeon Kottonau, der Leiter des Jugendtreffs, vor knapp 3 Jahren die Toiletten sanieren lassen möchte, stellt sich heraus, der BKT ist nicht mehr brandsicher. Dabei wurde halt festgestellt, dass die Decke hier vom Jugendkeller keine F90-Qualität hat. Das heißt, dass sie 90 Minuten feuerfest ist, bis es halt durchbrennt. Weil der Fußboden in der Kirche nicht dick genug ist, entsprechen die alten Räume darunter nicht mehr den aktuellen Brandschutzverordnungen. An dieser Platte kann man das gut sehen. Also das ist sozusagen ein Stück aus dem Fußboden der Kirche. Hier oben, ne, ist alles dick, aber hier dazwischen, da ist die Stelle, die halt zu dünn ist sozusagen. Hier ist dick, was wieder gut wäre, aber diese Stelle reicht nicht aus, um 90 Minuten feuerfest zu sein. Das muss sich schnellstmöglich ändern. Deswegen lässt die Gemeinde die Kosten für eine neue, brandsichere Decke im BKT berechnen. Dann folgt der Schock. 579.000 Euro müssen her. Geld, das nicht da ist. Das war schon ein herber Schlag, aber was halt toll war, weil gleich die Gemeinde gesagt hat, hey, wir stehen dahinter. Das ist unsere DNA dieser Gemeinde. Und wenn wir die Jugendarbeit nicht mehr haben, so, ne, dass wir gesagt haben, das müssen wir irgendwie schaffen. Ne? Und dann war halt nur noch die Frage, wie, aber nicht ob. Der BKT geht an die Öffentlichkeit und so erfährt Christian Grubert vom großen Problem des Jugendtreffs. Er ist Geschäftsführer eines Architekturbüros in Linden und will mit seiner Firma helfen. Wir haben uns die Mühe gemacht, haben nochmal mit der Feuerwehr hier gesprochen, haben auch mit Brandschutzgutachter gesprochen, haben mit 2 Handwerkern uns hier getroffen, haben dann Wege gefunden, glaube ich, die eben einfach preiswerter sind. Und trotzdem der Brandschutzverordnung entsprechen. Zum Beispiel möchte Christian Grubert die Lampen nicht mehr in die Decke einbauen lassen, sondern nur noch von unten dran setzen. Insgesamt kann durch die Hilfe des Architekten eine Riesensumme gespart werden. Statt 579.000 Euro werden voraussichtlich nur noch 368.000 Euro benötigt, um die Kellerräume brandsicher zu machen. Doch auch dieses Geld muss irgendwo herkommen. Deswegen bilden Jugendliche, Mitarbeiter und Ehrenamtliche ein Fundraising-Team und werden kreativ. Dieses 7x2 Meter große Puzzle zum Beispiel teilen sie in viele kleine Elemente auf und machen so eine Spendenaktion daraus. Mit dem gesamten Puzzle haben wir über 3.000 Euro eingenommen und das lief dadurch, dass wir halt Patenschaften quasi ausgeschrieben haben. Wie die Elemente gab, konnte man pro Element entweder ein Element puzzeln oder eine Patenschaft übernehmen oder sogar beides und so das Projekt unterstützen. Und wir haben halt Leute gesucht, die pro Element 50 Euro sammeln. Zum Puzzeln kommen andere kreative Aktionen wie Benefizkonzerte, ein Spendenlauf und Lichtprojektionen an der Kirche. Dank der vielen Spenden und Fördergelder liegen aktuell schon mehr als 222.000 Euro auf dem BKT-Konto, fast 2/3 der benötigten Summe. Und die Zuversicht, dass das restliche Geld auch noch zusammenkommt, ist groß. Mittlerweile hat die Gemeinde schon einen Bauantrag gestellt. Diesen Sommer soll es losgehen und das freut nicht nur die Jugendlichen. Alles muss halt passen und von daher ist das eines der schönsten Geschenke, so, die ich in meinem Leben auch erlebt habe, so dabei sein zu können und diese Teamleistung zu sehen, ne? Wie das dann funktionieren kann und dass man gemeinsam so was Großes schaffen kann. Die große Rettungsaktion des Bethlehem-Kellertreffs. Für die Jugendlichen am Ende ein echter Volltreffer. Wow. Er hat gewonnen, danke. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.